Ja, hi, schön, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play, die Reise ins All. Das ist mal so ein Ballon von, keine Ahnung mehr, wie der heißt, aber egal, entkommen. Und nun werden wir mal wieder quatschen. Meine Güte, jetzt lassen Sie mich alten Herren aber erst einmal schon laufen. Sie haben sich wirklich wacker geschlagen, Herr Professor. Ja, das finde ich auch. Hoho, ich bin ein Bündel pure Energie. Gestatten Fogg, Phileas Fogg, angehender Weltreisender und Mitglied des Reformclubs. Vielen Dank für Ihr beherztes Eingreifen, werter Herr. Ihr Dank steht mir auch zu. Immerhin tragen uns diese Abstecher eine Verspätung von 12 Minuten ein. Ja. Bonjour, Mann. Bonjour, Mademoiselle. Mit einem bezauberten Gaspein ist der Ballon gleich doppelt interessant. Unterlassen Sie Ihre einfältigen Versuche, mich zu bezirzen. Très bien. Sie haben Feuer. Sie gefallen mir immer besser. Also, Sie sind immer ein schwerer Löter. Wer sind Sie eigentlich? Jean Passepartout. Sänger, Stallknecht, Seiltänzer. Was Sie wollen. Zurzeit bin ich der Diener des ehrenwerten Mr. Fogg. Ein nobler Herr. Korrekt. Gewissenhaft und ebenso sprühlebendig wie eine Wachsfigur. Passepartout. Treibst du wieder Possen? Kann die ich widersprechen. Entschuldigen Sie mich, Mademoiselle. Vielen Dank, Herr Luftschiffer. Sie kamen in letzter Minute, aber keinesfalls zu spät. Während des Fluges ist es den Passagieren untersagt, den Kapitän mit Geplapper zu behelligen. Kraft Zeppelin. Das. Finger weg! Was haben wir denn hier? 2 Wundsalben, 1 Balsamöl. Man fragt, bevor man nimmt, Mist. Ach was, wir haben wirklich genug davon. Ich muss die Stimme noch irgendwie rausbekommen. Naja, jedenfalls. Oh Gott, warum ist Merkel zu verletzt? Ja, egal, wir heilen einfach mal mit einem. Mit einer Tinktur. Oder mit einem Wunderwasser. Ja! Yeah. Zelt von der Wind. So, immer mal mit Merkel. Bei all dem wundersamen Treiben finde ich ihr plötzliches Erscheinen im Ballon einmal erstaunlichsten. Kamen Sie nur in dieses Gefährt? Was haben Sie bloß gemacht? Sie waren auf einmal verschwunden. Mensch, Mack ist zum Zug geworfen worden, Gnädigste. Hat mal ordentlich das Gebein verwirbelt. Grundgütiger, vom Zug geworfen. Erzählen Sie. Ja, Leutnant, erzählen Sie. Naja, naja. Flog also vom Zug und stellst auf die Gleise. Ist was anderes als auf Pferd zu fallen. Kann ich mir vorstellen. Aber dann erstmal nichts mehr gesehen. Muss gestehen, ohnmächtig geworden zu sein. Das wäre ich auch. Hatte pechschwarze Nacht vor Augen. Und da lagen sie auf der Schiene? Wie schrecklich. Halbe Welt, ordentlicher Leutnant hat es in jeder Lage bequem. Pff, wo war ich? Ach ja, wacht auf. Aber stellen Sie sich erstaunen meinerseits vor. Ja, was war denn? Nun schwanzen und nichts auf die Folter, Herr Leutnant. Sie kennt schon, woher, dass du auch Epic Man 2000, oder? Was ein... Autsch! Monsieur, erwacht auf! Splendid! Ich dachte mir bereits, dass ein Leutnant Shell ein belastbares Atomprodukt ist. Nun haben wir vielleicht desto Klügeres erfahren, wenn wir da von der Schiene gelesen haben. Geschatten von... Autsch! Merkwitz. Erfreut, Herr von Merkwitz. Sie stehen Phileas Fogg gegenüber, dem Gentleman-Abenteurer. Will man Dank ausdrücken, Herr Nebel? Fogg, nicht Fogg. Hören Sie denn das zweite G? Nicht das zweite G. Ihre Flieger hat unsere Zwangspause mit Abwechslung angereichert. Zwangspause? Verstehe ich nicht. Verstehe nicht recht. Ich unternehme eine kleine Reise. Den rechten Klöppel verschafft dabei der Zeitfaktor. Kleine Reise? Monsieur, wir leben zu scherzen. Wir reisen immer um die Welt. Ganz recht. In der Kleinigkeit von 80 Tagen. Ich kann Englisch nicht sprechen, wenn ich ehrlich bin. Reisen um die Welt in 80 Tagen? Unmöglich. Eben diese betrübliche Einstellung legen auch die Gentlemen des Reformclubs an den Tag. Ich sah mich genötigt, eine kleine Wette abzuschließen, dass es sehr wohl möglich sei. Leider zwingt uns ein ungnädiges Schicksal hier zu verharren.
Dabei müssten wir dringend nach Suits, um das Dampfschiff nach Bombay nicht zu versorgen. Wenn wir doch nur ein schnelleres Transportmittel finden. Hätte Sinn, dass ich nicht etwas, hätte Sinn, ob sich nicht etwas machen lässt. Bin ja noch dankschuldig. Muss noch zudem selbst dringend einen Zug rein. Bin also auf deinen Punkt gewesen. Da sind wir Partner. Was für ein glückliches Zusammentreffen bei den Göttern. Ha! Hackenschlagen schmerzt kaum noch. Wer vollständig geheilt. Na dann. Werden wir mal alles untersuchen. Die Kommode ist leer. Nimmst eine Flasche mit Wundsalbe. Ja. Wir haben übrigens dann, hätten dann übrigens noch die Wundsalbe von vorhin gehabt. Warum auch immer. Reden hell vom Trinken ab. Hat man davon, wenn man sich einfach am Volk widmet. Uiuiui, gleich 53 auf einen Schlag. Nee, noch einer. Hoppla, jetzt bleiben Sie doch mal stehen. Darf ich Herrn Leutnant zu einem kleinen Spielchen einladen? Der Einsatz beträgt 10 Taler. Karten, immer. So gültig. Ah, ich spüre, dass das Glück in die Karten steckt. Ich habe insgesamt 7 Zips in Augen. Serie insgesamt. Oh, eine weniger nur. Quan. Oh, ich bedauere, dass du Tipps der Leutnant. Na gut, haben wir jetzt den Teil verspielt, was soll's. Achtung! Wie bitte? Ich verstehe nicht ganz. Alte Gewohnheit. Lässt sich kaum abschalten. Ah ja. Wie kann ich dem. Was kann ich denn für sie tun, Herr Leutnant? Benötige Transportmittel. Wenn es weiter nichts ist, einmal die Woche kommt die Postkutsche vorbei. Sie können so lange hier. Schnickschnack! Muss fixer und zackiger gehen. Schneller als die Postkutsche? Du liebe Zeit. Was soll denn diese Raserei? Hab eine Eisenbahn einzuholen. Den Volldampf. Eine Eisenbahn? Ein Mächtiger. Kommt ja das beste Pferd nicht hinterher. Ich fürchte. Außer. Na, was denn? Was denn? Merke doch, dass er was hat. Es ist eine etwas waghalsige Idee, Herr Leutnant. In unserem Dorf hat sich ein honoriger Herr niedergelassen, der über die Mittel einer schnellen Reise verfügt. Ich meinte den Grafen Zeppelin. Leider ist er so gar nicht auf Gesellschaft erpicht, darum ist er auch aufs Land gezogen. Er will den Herrn schon recht bringen. Na dann viel Erfolg. Deine Reisende haben sich auch schon ein bisschen ausgebissen. Folgen Sie einfach der Straße ein Stück nach Westen. Dort liegt das Anwesen des Grafen Zeppelin. Suche Zerstreuung. Oh je, das sind nur ein kleines Dorf mit wenig Ansprüchen. Ich fürchte, mit dem Amüsierbetrieb der großen Stadt können wir kaum mithalten. Allenfalls ein geflecktes Kartenspiel kann Herr Leutnant finden. Hitler, einen sässlichen Provinzgraf. Kann er vernichtend den anderen Liedschlag anfordern, um Abwechslung zu bringen. Herr Leutnant, oder bleiben wir doch lieber langweilig. Empfehle mich. Hoho, die Knechte sind schon ein lustiges Wörtchen. Singen, spielen, trinken. Wenn sie nur bei der Arbeit genauso so eifrig werden. Sobald die Knechte und Arbeiter ihren Wochenlohn bekommen haben, stürzen sie sich in den Dorfkrug und hauen alles auf den Kopf. Also nein. Naja. Was ist hier alles? Wessen Diener ist er denn? Ich diene dem ehrenwerten Hofkamerad außer Dienst, Julius Schöppelhofer, dem letzten Alchemisten dieser Welt. Alchemist? Ist doch überholter Quark! So wohl, der Herr, aber nehmen Sie bitte davon Abstand, das Herrn Hofkamerad außer Dienst von Ihren Ansichten zu unterrichten. Naja. Geh lieber an Deckung von diesem Gebräu. Würde ich auch meinen. Ja, darf man dich nicht anfassen. Was ist denn für einer? Unmöglich! Wie soll ich unter diesen Bedingungen das Welteninnerste erkennen, frage ich Sie, Schüppelhofer. Der Name sagt mir nichts. Was? Wer? Wo? Wie mein? Was wünschen Sie überhaupt? Gestatten von Marquitz. Schöppelhofer, Hofkamerad außer Dienst. Julia Schöppelhofer. Sein mein Eintritt ins Dasein eines Pensionärs kann ich, mich wohl im Ganzen meiner Leidenschaft widmen. Der Alchemie. Potzblitz, bitte vorzufahren. Aha, ein Pulverpinscher.
Oh!